Pflanzen sind die älteste Energiequelle der Welt. Seit Hunderttausenden Jahren heizen wir mit Holz. Längst nutzen wir aber auch Kohle, Öl und Gas für unseren Komfort. Doch das ruiniert die Umwelt und so geht es nicht weiter. Könnten Pflanzen also die fossilen Brennstoffe ersetzen? Alternativen sind nötig, weil wir die konventionellen Kraftwerke abschalten. Aber Energie jederzeit da sein muss. Sonst gibt es keine Heizung, kein elektrisches Licht und nicht einmal Wasser aus dem Hahn. Immerhin erzeugen Solarzellen und Windräder jetzt schon ein Drittel unseres Strombedarfs. Aber sonnig ist es nur manchmal und auch der Wind weht, wann er will. Pflanzenbrennstoff hingegen lässt sich lagern. Also zurück zum Holzstapel hinter dem Haus. Jährlich werden in Deutschland 127 Millionen Kubikmeter Holz zu Wärme oder Strom verarbeitet. Aber Holz deckt nur knapp 3% unseres Energiebedarfs. Und 3780 Quadratkilometer Wald, mehr als die Gesamtfläche des Harzes, mussten jahrzehntelang dafür wachsen. Das ist keine Lösung, auf die man in großen Teilen setzen kann. Doch auch aus anderen Pflanzen kann man Wärme und Strom erzeugen. Und sogar Kraftstoff. Nehmen wir den Mais. Mais erntet man jährlich. Er steht also immer wieder zur Verfügung. Aus Mais entsteht Ethanol als Benzinersatz und vor allem Biomasse, um sie in Gärtanks in Strom und Wärme umzuwandeln. Bio in Massen klingt gut, oder? Genau die Masse, also die Menge, ist aber ein Problem. Derzeit werden in Deutschland 18% der Ackerflächen für die Produktion von Bioenergie genutzt. Das ist eben nicht wirklich wenig, aber ein Rechenbeispiel zeigt. Selbst wenn wir auf allen unseren Äckern nur noch Energiepflanzen und keine Pflanzen für Lebens- und Futtermittel mehr anbauen würden, könnten wir damit nicht mal 20% unseres Energiebedarfs decken und müssten alle Lebensmittel importieren. Und die Flächen, auf denen derzeit Landwirtschaft betrieben wird, lassen sich auch nicht einfach vergrößern, denn wir brauchen ja auch noch Platz für Getreide und Gemüse. Da bleibt die Frage: Tank oder Teller? Essen oder Energie? Also wird vielerorts der vorhandene Platz für die Energiepflanzen intensiver genutzt. Zum Beispiel durch starkes Düngen und den Einsatz jeder Menge Chemikalien, damit nur die Pflanzen wachsen, die dort auch wachsen sollen. Das bleibt nicht ohne Folgen. Umweltschäden und zurückgehende Artenvielfalt sind die Konsequenzen. Wenn Wälder und Moore dem Anbau von Energiemais weichen müssen, dann steckt nicht mehr viel Bio in der Bioenergie. Doch aller Anfang ist schwer und Not macht erfinderisch. Auch unsere Lebensmittel sind nur deshalb so nahrhaft und effektiv, weil wir viele Jahrhunderte Arbeit und Wissen in sie investieren. Für Energiepflanzen könnte das also auch möglich sein. Bis es soweit ist, bleiben Wind- und Solarenergie starke Alternativen, die ausbaufähig sind.